Ja, moin Leute, willkommen zum 7. Spieltag von der Übergangsliga, wo ich ja in Regensburg spielen werde, immer noch. Wir sind momentan beim 7. Spieltag und es scheint sehr gut zu laufen momentan. Wir haben, ich habe jetzt ein paar Spiele gemacht noch. Sind ja irgendwie alle durcheinander, weil kommt ja auch drauf an, wie und wann der Gegner sich meldet. Weil viele müssen ja auch arbeiten. Und dann ja, muss man nicht extra warten, bis er schreibt. So. Und also müssen die anderen Gegner dann halt nicht warten. So. Und dann kann man das Spiel dann halt schon mal machen. Ja. Seidel! Oh, Alter. Schade. Klappen können. Ich habe jetzt auch wieder ein neues Headset. Ich hoffe, das ist irgendwie lauter oder so. Palacios. Guter Trick. Ein guter Pass. Gute Übersicht auch. Ja. Das ist natürlich auch ein Riesenplatz, Alter. Das ist so schlimm bei Augsburg Stadion. Das fällt echt den Ball ab. Und Alter. Das war riskant. Gut, ne? Und da kommt der Schuss und das ist 1-0 Palacios. Palacios in der 11. Minute mit, ja, mit in der 12. Minute mit dem 1-0. Und schon sind wir wieder am Führen. Und das gegen Augsburg. Okay. Seidel mit dem Einwurf. Schuktu, ja, oder Kuh, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. So. Schön. Ich gehe vorbei. Da kommt die Flanke, aber Kubek hält ihn. So. Korea. Steckt ihn durch für George und George schießt, aber schießt leider nur den Torwart an. Seidel kommt zu spät. Marco Richter. Oh Gott, Niederlechner 1-1. Da habe ich gleich gesehen, dass es ein Tor wird. Und das ist eins. Niederlechner in der 20. Minute mit dem Ausgleich. Und jetzt müssen wir komplett aufpassen, nicht, dass wir hier noch jetzt den Rückstand bekommen und dann liegen wir wieder hinten. Das ist nicht so geil. Oh lol, der Pass. Der war krass. Der ist auf die Wand. Richter, der starkes Spiel über außen macht momentan. Max und da gibt es nochmal Ecke, weil Maier den wegfäustet. Und jetzt macht er ihn ein bisschen weiter weg. Richter. Und da haben wir ihn. So, Richter wieder über außen. Wir müssen es irgendwie verteidigt kriegen. Jetzt haben wir es, glaube ich, verteidigt. Ja. Wollen wir nicht jetzt noch den Ball verlieren? Nee, tun wir nicht. Stattdessen gibt es den Konter. Den wir jetzt abbrechen kurz. Ah, schade. Hätte ja klappen können, dass wir den da irgendwie durchgesteckt kriegen. Niederlechner kommt nicht am Ball. George zieht vorbei. Und jetzt kann er rüberlegen und da ist das 2-1. Grüttner. Die erneute Führung. Für Jan Regensburg. Da braucht er gar nicht viel machen, er braucht einfach nur seinen Fuß hinhalten. Und dann steht es hier 2-1. Und jetzt kontern wir schon wieder. Ah, schade. War nicht gut gemacht. Aufpassen, nicht, er spielt den langen Ball.
Das habe ich gerechnet. Richter. Richter. Okay. Zu weit im Rückraum. Grüttner. Spielt nochmal runter und wird gefoult. Es gab die gelbe Karte. Und jetzt kommt der Freistoß von uns, der nicht mal so gefährlich ist. Der nicht mal so ungefährlich ist, meine ich. So, Sale kommt wieder zu spät, aber Galpe kann sich den holen. Spielt auf Grüttner. Grüttner macht einen Trick, lässt den Gegner liegen und schießt, aber wird abgeblockt von einem Augsburger. Und jetzt kommt die Flanke. Oh mein Gott, da wäre fast aus 3-1 gefallen. Ich bin nochmal Rückraum. Geipel schießt. Gut, Geld. Bisher ist das so eine. Oh, schade, ich dachte, ich komme ran. Ich war deswegen gerade ein bisschen ruhig, weil ich mich konzentrieren wollte. Ich bin zwar sicher in der Abwehr gerade, aber die Pässe, oh Gott. Der Pass kam gerade fucking nochmal unten, genau. Ah, fast Hacke-Zacke-Trecker angekommen. Dann wären wir durch gewesen. Wäre auch ein krankes Tor gewesen. Den retten wir noch. Gegner hat damit nicht gerechnet. Und jetzt sind wir durch mit Grüttner und Grüttner schießt den Torwart an. Oh nee. Okay, Fehler vom Gegner. Jetzt kann es Hale flanken und auf George und da kommt Grüttner am Ball und macht ihn in der 45. Minute zum 3 zu 1 für Jan Regensburg. Das war ein bisschen lucky da, ein bisschen Slapstick. Und ja, oh Gott. Richter wieder. Sehr schnell auf außen. Macht fast den Fehler, aber wir klären. Sale kommt wieder nicht ran. Weil er vorbeiläuft. Und jetzt ist Halbzeit. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte und hoffen mal, dass es weiter so geht. Also man sieht es hier auch klar. Wir sind die bessere Mannschaft. Und ja, gehen wir in Halbzeit 2. So Leute, da sind wir in Halbzeit 2. Und jetzt wollen wir direkt offensiv werden. Der Sale, der da irgendwie vorbeigeht, kann jetzt zurückspielen auf. Und da kommt. Ah, Grüttner. Das ist kein Abseits. 4-1. Ich war irgendwie komplett überrascht, dass er so zu Grüttner gekommen ist. Lol, okay. Ja moin, Alter. Grüttner wieder mit seinem dritten Treffer in diesen Spielen. Augsburg hat einen Schuss gehabt und hat direkt den Ausgleich gemacht. Aber seitdem kam nichts mehr. Und dann kommen nur so eine Phasen. Das ist natürlich bitter auch für Augsburg, aber ja. Natürlich will ich aufsteigen mit Jan Regensburg. Und da ist Abseits. Haben die Abseitsfalle gemacht. Und da ist George durch. Auf außen. Sadel kommt mit. Aber kommt nicht am Ball und da macht er fast das Eigentor. Kommt der Eckball rein und vorerst geklärt. Und da kommt Geipel. Aber der Schuss war nicht gut. So. Okay. So. George. Geipel. Ah. Pass war nicht gut.
Palacios geht vorbei. Palacios vernascht fast den Gegner, aber der kann klären. Stolz kommt rein für Seidel. Hat sich gut eingesetzt in der ersten Spielminute der zweiten Hälfte vom 4-1. Der gute Gegner vernascht, aber jetzt geht er runter erstmal. Und ja, Max Vargas abseits. So. Okay, jetzt kommen die Augsburger. Und oh nein. Nee. Vargas, oh mein Gott, der hält ihn stark. Alter, der hätte auch gut und gerne mal reingehen können, aber. Okay, er erobert sich wieder den Ball. Richter. Niederlechner wird versuchen, irgendwie. Nein. Ich habe mit der Schussminute gerechnet. Und jetzt machen wir es gerade richtig kompliziert für uns. Vargas. Da haben wir drauf gewartet. George kommt aber nicht mehr ran. Niederlechner wieder am Ball. Niederlechner macht einen Fehlpass und jetzt haben wir den Ball in unseren Reihen und da kann ich ihn durchstecken. Auf Palacios. Palacios. Auf den Torwart. Kubek hält. So. Dann Niederlechner. Palacios. Palacios. Oh, vernascht da den Torwart. Und ein Abwehrspieler mit einem Lupfer. Und macht das 5 zu 1 in der 70. Spielminute. Einfach zu krass, Alter, das Tor von Palacios. Und jetzt ist das natürlich schon die Entscheidung gewesen. Auch wenn Augsburg hier noch kämpft, aber ich denke mal nicht, dass es hier noch ein Comeback geben wird. Okay, in FIFA kann alles passieren, aber ich denke mal, dass das durch ist, das Ding. Palacios schickt Grüttner. Grüttner schickt Palacios. Und Kubek hält stark. Ah, okay. Correa. Der geht fast rein. Aber Kubek kann ihn noch über die Latte lenken. Und da kommt der nächste Schuss aufs Tor. Oder Kopfball. Besser gesagt. Und wieder wird es gefährlich. Jetzt will sich Gimmer mal einsetzen. Der ist neu reingekommen. Grüttner klärt ihn nur halbherzig. Und jetzt muss man aufpassen. Abseits eigentlich. Nee, kein Abseits. Keipel, kann den klären? Nee, doch. Ja, hat ihn noch geklärt. Palacios wird jetzt auf der Reise geschickt, aber keine Chance gegen zwei Abwehrspieler. So. Oh, da müssen wir hin, aber er schießt nur Pfosten. Bitter für Augsburg mal wieder. Jetzt grätschen wir ihn hier ab. Augsburg geht natürlich jetzt auch voll aggressiv zum Vorstoß. Ah, ich dachte, ich kann ihn noch rüberlegen zum anderen Spieler. Jetzt kommt der lange hohe Ball auf Hahn. Der Ex-Hamburger. So. Oh, jetzt spielt er hin und her, aber wir können den Fuß davor halten. Und jetzt können wir auch wieder offensiv spielen. Und da ist Grüttner durch. Grüttner ist durch. Kann nochmal rüberlegen, aber. Und jetzt liegt er rüber auf Palacios und Palacios schießt ihn wieder in die Arme. In der 90. Minute. Ja, und das Ding ist schon lange durch gewesen. Aber
Wir kommen nochmal. Aber nee. Das war's. 1 zu 5 der Endstand. Denke ich mal. 1 zu 5 der Endstand und wir sehen uns beim Spieltag 8 und ja, haut rein.